Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer. Sigmund Freud sprach von Flucht in die Krankheit als neurotischem Ausweichen vor einer als unbefriedigend oder bedrohlich empfundenen Realität. Statt sich der Wirklichkeit und dem Kampf um Gesundung zu stellen, begehrt der Neurotiker insgeheim Zuflucht und Obdach im Kranksein. Die Haltung der EU, so mahnte ich meine Kollegen im EU-Parlament vor gut einem Jahre, sei nichts anderes als die des Neurotikers. EU-Democracy is democracy neither for nor by the European peoples. Sigmund Freud spoke of Flucht in die Krankheit or escape into illness to describe a neurotic avoidance of an unsatisfactory reality. Rather than face the struggle to regain health, the neurotic patient is secretly desiring to remain ill. Is there a better diagnosis of the EU today? Faced with a menacing economic truth, the EU Commission is reaching for a narcotic overdose of EU integration to take an extended holiday from reality. Gibt es eine passendere Diagnose der EU in unserer Zeit? Konfrontiert mit wirtschaftlichem Verfall und einer Krise nach der anderen, fehlt unseren Regierungen der Wille zur Selbstbehauptung und dem Opium-Den der EU betäuben sie sich die Sinne mit einer Überdosis Integration und nehmen sich Dauerurlaub von der Realität. Prophetische Worte. Denn ein Jahr später durchlebt die EU den größten Wirtschaftseinbruch in Friedenszeiten angesichts einer milden Epidemie, die die gesamte Welt besser meistert als die EU. Dieses Virus ist eine Gefahr für eine klar definierbare Gefährdetengruppe der Ältesten unter uns, vor allem der über 80-Jährigen und Menschen mit schweren Vorerkrankungen. Fast alle anderen verspüren leichte oder gar keine Symptome. Doch statt die Gefährdeten sorgsam zu schützen und deren Kontaktpersonen zu isolieren bzw. zu immunisieren gegen Kontaminierung der Älteren und Gefährdeten, legen EU und unsere Regierungen die Wirtschaft und das öffentliche Leben still, schaffen Grundrechte ab, verhängen Ausgehverbote und Maskenpflicht für einsame Spaziergänger auf verlassenen Straßen. Das Ergebnis: nicht nur der größte Wirtschaftseinbruch in Friedenszeiten, auch eine Eskalation der Neuverschuldung um 10 bis 15% des Bruttosozialproduktes pro Jahr. Nirgends sonst außer in Großbritannien brach die Wirtschaft so stark ein, steigen die Schulden so schnell und sind die offiziellen Infektions- und Sterbeziffern so hoch wie in der EU. Nicht in den USA, nicht in Russland, nicht in Albanien und schon gar nicht im Vergleich zu Ostasien und Indien, wo die Wirtschaft nie still lag. Und China, der Herd der Infektion, verzeichnete im Herbst 2020 wieder solide Exportüberschüsse. Und was nun macht die EU? Die Lösung soll nun die Massenimpfung bringen, selbst für diejenigen, die infolge Erkrankung schon immun sind. Doch selbst zur Organisierung ihres eigenen Impfprogrammes ist die EU außerstande. So schloss die EU einen Vertrag mit dem französischen Pharmaunternehmen Sanofi, nur weil Macron darauf drängte und von der Leyen das macht, was Merkel und Macron ihr vorschreiben. Nun ist klar, Sanofi kann frühestens zum Jahresende liefern. Ein Beispiel dafür, dass Harmonisierung eben nicht Optimierung bedeutet, sondern Nivellierung auf geringstem Niveau. Und Vergemeinschaftung und EU-Zentralisierung nicht mehr Effizienz, sondern weniger Wettbewerb, weniger kreatives Denken und weniger nationale Selbstverantwortung. Andere Beispiele für Kapitalfehler infolge ideologisch enthemmter Integration sind die EU-Währungsunion, das heißt der Euro, eine Währung, die jedes Jahr mit über 100 Milliarden Euro gerettet werden muss,
und die gemeinsame Asylpolitik, die seit 2015 zur Einwanderung von Millionen unterqualifizierter Menschen aus dem Orient und Afrika direkt am Arbeitsmarkt vorbei in das deutsche und europäische soziale Netz geführt hat. Impfstoffbeschaffung, Euro und gemeinsame Asylpolitik, Probleme geschaffen durch den Irrglauben an den EU-Zentralstaat und auf die die Altparteien nun keine Antwort haben. Nur eines, das wissen sie scheinbar alle. Die Lösung muss heißen, wir brauchen mehr Europa. Das ist sie eben, die Flucht in die Krankheit, von der ich vor einem Jahr sprach. Mehr dazu und wie die EU weiterflieht in ihre eigene Krankheit in den nächsten Wochen von mir. Aber wenn Sie dazu selbst Überlegungen haben, dann teilen Sie mir diese doch bitte per E-Mail oder Post mit. Ich werde die Zuschriften sammeln und Ihnen dann meine eigenen Gedanken dazu ein wenig in einem weiteren Video erläutern. Ich hoffe, dass ich dazu auch alsbald einmal ein Webseminar für den Deutschlandkurier anbieten kann, sodass ich direkt mit Ihnen selbst sprechen kann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr Gunnar Beck aus Brüssel.